Sie legen Hauptverkehrsstraßen lahm, riskieren dabei Tote und Verletzte, weil Krankenwagen nicht durchkommen. Sie zerstören wertvolle Kunstwerke. Und jetzt haben die Klimakleber auch noch eines unserer Nationaldenkmäler besudelt, das Brandenburger Tor. Damit haben sie auch wieder ihr antideutsches Gesicht gezeigt. Bleiben Sie dran bis zum Schluss. Am Ende der Sendung zeigen wir Ihnen auch, wie die Polizei in den USA mit Klimaterror umgeht. Ja, Jürgen, unser Chef vom Dienst, der Daniel Pföhringer, hat den passenden Begriff gefunden, die Morgentaujugend. Die letzte Generation wird nun komplett zur letzten D-Generation. Und wir zeigen jetzt erstmal, was da am Brandenburger Tor vorgefallen ist. Ihr seid doch so gut drumherum geschützt. Ne? Wie schafft man das? Da sieht man wieder, das schafft man gar nicht. Wie geht das? Wie kann man, wenn so viele drumherum, so Polizei und alles ist, hierher fahren und zugucken? Hä? Eine Minutensache. Ja, aber ist doch krass. Da muss doch mit dem Auto hier rein, da sieht man doch. Und ihr seid, verstehe ich nicht. Ja, also Jürgen, wir haben in der ersten Sequenz gesehen, dass da ein Klimakleber völlig ungehindert gesprüht hat. Alle 6 Säulen sind mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Und wir haben auch danach gesehen, wie lasch wieder die Polizei mit diesen Klimaklebern umgegangen ist. Man hat sich da nett unterhalten. Es gab zwar auch Festnahmen, beziehungsweise werden sie dann mal kurz in Gewahrsam genommen. Aber letztlich kommt da nicht viel bei raus. Wenn ich da mal kurz die Zahlen rausziehen darf. Erstens mal hat auch die letzte Generation gestern und heute angekündigt, ihren Terror zu verstärken, also will weitere Straßenblockaden machen. Und für die Polizei und auch die Justiz ist das ja immer wieder mühsam aus meiner Sicht, weil sie nicht wirklich was unternehmen können. Und zwar gibt es einen Stand 15. September bei der Staatsanwaltschaft. 2860 Verfahren, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt's. Nur 3 Klimakleber sind zu 5, 4 und 3 Monaten Haftstrafe verurteilt worden. Und das ist das bislang härteste Urteil, was aber sehr milde ist. Also normalerweise gibt es auch eher kleinere Geldstrafen. Und ich meine, die schlimmste waren 2000 Euro. Und das bei Millionenschäden und Personenschäden. Nur mal zum Vergleich. Ein Düsseldorfer Informatikstudent wurde jüngst zu 1500 Euro Geldstrafe verurteilt. Plus alle Gerichtskosten, weil er ein Wort gesagt hat, und zwar das Wort Drecksstaat. Also nur mal im Vergleich, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, die Klimaterroristen werden vom Staat praktisch geschützt. Die Polizei, besonders in Berlin, ist ja links unterwandert. Ja. Die Jahre des rot-rot-grünen Senats haben in der Polizei zu großen Umbesetzungen geführt. Das heißt, altgediente Offiziere wurden abgelöst, an den Rand gespielt. Dann kamen neue Beamten, die dem rot-rot-grünen Senat nahegestanden sind. Und jetzt haben wir das Ergebnis, dieses totale lasche Verhalten gegenüber diesen Leuten. Es geht ja noch weiter. Wir haben vor kurzem bei der Polizeihochschule Münster, durfte die letzte Generation sogar einen Vortrag halten oder im Rahmen einer Seminarveranstaltung auftreten. Im Masterstudiengang öffentliche Verwaltung, Polizeimanagement. Ich meine, man fasst es nicht, ja? Nee. Also früher, als ich noch jung war, diese RAF-Leute, diese Rote Armee-Fraktion und ihre Sympathisanten, da wurde durchgegriffen. Und jetzt bei der Grünen Armee-Fraktion, da verbrüdert sich der Staat. Ja. Und du hast ja das richtige Stichwort genannt, Morgentau-Jugend. Mhm. Morgentau war ja der amerikanische Minister, der 1945 den Plan entwickelt hat, Deutschland zu deindustrialisieren. Das ist heute Regierungspolitik von Rot-Grün, beziehungsweise auch von der Ampel, die Deindustrialisierung. Und da kommen diese Fußtruppen des Great Reset gerade recht, um das entsprechend vorzubereiten. Und der Staat sagt dann, ja, wir geben nur dem Druck nach, wir können ja gar nichts machen, das ist der Wille eines wichtigen Teils der Bevölkerung und so weiter und so fort. Ach naja, also
Wir wollen jetzt mal schauen, zu was das führt. Also Jürgen, ich mache mir wirklich Sorgen, weil es könnte noch Schlimmeres auf den Straßen passieren. Es ist heute, das zeigen wir jetzt gleich mal, wieder ein Bürger komplett ausgerastet und hat mit Pfefferspray um sich gesprüht. Es gab auch schon davor einen Autofahrer, der auch die Klimakleber getreten hat, von der Straße gezerrt hat. Sag bloß. Ja, aber das kann ja alles eskalieren und die Justiz sollte hier härter sein. Die Polizei muss durchgreifen, bevor es dann noch zu Straßenschlachten kommt mit Verletzten. Wir zeigen das mal gerade. Ja. Du sagst Pfefferspray, vielleicht ist es auch ein Deodorant. Ja, wir wissen es nicht. Die Jungs sehen noch sehr fidel aus. Ja. Aber natürlich, wir wollen das nicht rechtfertigen. Ja. Ja, also Pfefferspray scheint es, wenn wir jetzt das Video anschauen, vielleicht wirklich nicht zu sein. Aber dennoch mache ich mir Sorgen, dass irgendwann mal einer ausrastet und wirklich drüber fährt. Das naja, kann passieren. Gut, ja. Ich bin absolut für Gewaltlosigkeit. Allerdings ist ja auch höchste Zeit, dass der Deutsche mal ausrastet. Ich meine, was diesem Volk in den letzten Jahren vor allem zugemutet worden ist und mit welcher Schafsgeduld die Leute diese ganzen Zumutungen ertragen haben, wundere ich mich, dass da nicht mehr Bewegung im Volk drin ist, ja. Wir haben jetzt eine Umfrage, da ist die Zustimmung zu Fridays for Future und ähnlichen Gruppen innerhalb der letzten zwei Jahre von 68% auf 34% gefallen, hat sich im Grunde halbiert. Wir haben jetzt im Augenblick 2/3 der Bevölkerung gegen diese Terroristen. Das zeigt, dass sie mit ihren Aktionen keine Sympathie erreicht haben. Und auch wenn man letztes Wochenende gab es ja nochmal von Fridays for Future eine große Streik- oder Protestaktion bundesweit, da kamen natürlich nur ein Bruchteil der 100.000 Leute, die wir in der Hochphase der Bewegung im Frühjahr 2019 hatten. Mhm. Ja, also da hat sich schon einiges getan. Die Bevölkerung werden sie damit nicht erreichen, aber das ist der Gang von linken Protestbewegungen. Je schwächer sie werden, umso sehr gehen sie in Richtung Gewalt. Ja. Und das ist die Gefahr, Grüne Armee-Fraktion. Da habe ich auch gleich noch einen Ausschnitt zu. Aber vorher möchte ich gerne noch einen Vergleich zeigen. Wir erinnern jetzt noch mal an ein prominentes Bild der Klimakleber. Und zwar haben sie hier Millionen zerstört, ein Monet in Potsdam. Und dann ist noch etwas sehr Merkwürdiges passiert. Und zwar das Merkel-Standbild vor dem Tempelmuseum in Elsdorf. Das hatte schon im Frühjahr zu leiden, da ist der Pferdekopf abgebrochen, auch die Raute des Grauens ist abgebrochen. Und der Künstler Wilhelm Koch, der hat es dann repariert und dann nochmal weiß getüncht. Vorher war es goldfarben. Und in der Nacht zu letzten Donnerstag ist dieses Reiterstandbild zusammengebrochen. Das war höhere Gewalt, da hat niemand nachgeholfen. Das ist 2,70 Meter hoch, das ist 1,5 Tonnen also schwer. Wir müssen deutlich sein, es war nicht diese Klimairren, sondern das war entweder Thorshammer oder die Identitäre Bewegung. Ja, also das ist schon sehr merkwürdig. Es ist ja auch eine Art National- oder Antinational-Denkmal, wenn man so will. Und jetzt wollen wir mal zeigen. Die Gerda-Taro-Schule in Leipzig informierte in einem Brief an die Eltern über die Demonstration und verpflichtete die Schüler zur Teilnahme. Nun stellt ein Bericht von T-Online den Fall in ein anderes Licht. So liege der Redaktion der gesamte Brief vor. In den sozialen Medien sei eine Version mit geschwärzten Stellen veröffentlicht worden. So, und hier haben wir den Brief. Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, du hast es ja eben erwähnt. Die Demos Fridays for Future sind nur spärlich besucht in diesen Zeiten. Und jetzt schreiten wohl die Schulen ein, wie dieses Gymnasium in Leipzig. Und fordert auf, die Teilnahme an der Veranstaltung sowie der Vor- und Nachbereitung sind aber verpflichtend. Das heißt, hier werden jetzt wieder Schülerinnen und Schüler in Angst versetzt. Sie sollen Angst haben, dass die Welt untergeht, dass wir bald alle am Hitzetod sterben. Und ich finde das unverantwortlich, auch aus pädagogischer Sicht, weil
Sie kommen dann auch in Ängste und so agieren Endzeitsekten. Die arbeiten ja auch mit den Ängsten der Menschen. Ja. Man, die offizielle Politik kritisiert diese Leute als zu impulsiv oder schießen übers Ziel hinaus. Aber diese Aktivisten sind Terroristen, ja, und der Staat schützt sie. Der Verfassungsschutzchef Haldenwang hat ja offiziell gesagt, die sind nicht extremistisch, die werden nicht beobachtet, letzte Generation, denn, so die absurde Begründung, mit ihren Aktivitäten appellieren sie ja an den Staat und dadurch, weil sie an den Staat appellieren, seien sie sozusagen staatstragend. Das ist dermaßen absurd, ja, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, aber so ist es eben. Und das grundlegende Narrativ, was du sagst, Angst machen, den Leuten Angst machen, dass die Erde schmilzt oder den Hitzetod erleidet oder jetzt eine Heißzeit käme, die auf allen Kontinenten für Entvölkerung sorge, dieses grundlegende Narrativ teilen ja die Extremisten, der Weltklimarat und eben auch weite Sektoren in der BRD-Führung. Ja, du hast ja zum Schluss nochmal einen Hinweis auf die Fakten gegen diesen ganzen Klimaschwindel und die Hintermänner des Großkapitals, die einfach Angst machen. Ja. Wir wollen aber jetzt noch was zeigen. Ja. Und zwar geht das Ausland ja sehr viel effektiver vor. Zum Beispiel hier sehen wir aus den USA eine Polizeistreife gegen den Klimaterror. Ja, die fahren da einfach durch. Ja, da ist nichts mit Samthandschuhen. Die Polizei macht den Weg frei. Das freut die Autofahrer, das freut die Berufstätigen, das freut die Leute. In dem Fall ging es ja um die Zufahrt zu einem Rockfestival. Freut die Besucher, die viel Geld für ihre Karte gezahlt haben, dass sie da hinkommen. Also das ist die amerikanische Freiheitsidee, wo sich keine Minderheiten gegen das Volk stellen dürfen. Sie haben auch danach die Klimaaktivisten, Terroristen, Klimaverbrecher in ihren Reihen sind ja alle möglichen Menschen mit der Waffe gezwungen, die Straße zu verlassen. Ja, sie haben da ganz hart durchgegriffen, der Verkehr konnte weiterfließen. Und jetzt zeigen wir noch ein Bild aus den vielen Bildern, die es gibt, wie bei uns damit umgegangen wird, wenn die Straßen blockiert werden, die Menschen zur Arbeit müssen, zu Terminen, zu ihren Geschäften oder Menschenleben retten müssen, was dann passiert. Ja. Ja, da wird eine Diskussionsgruppe gebildet, ja. Und man redet ganz freundlich aufeinander ein. Das ist natürlich hier auch die Berliner Polizei. Ich habe vorhin schon gesagt, weswegen sie besonders unfähig geworden ist durch den politischen Umbau im Zuge von Rot-Rot-Grün. Und da wird natürlich sehr sanft und sehr langsam mit den Betroffenen verhandelt. Und das Strafgesetzbuch bleibt in der Tasche. Ja, und sie werden auch mit viel Aufwand und Öl dann behutsam von der Straße gelöst. Und wenn das so weitergeht, wie gesagt, es könnte eskalieren. Ja. Und wir haben hier noch eine tolle Sache. Ja, liebe Zuschauer, hinter mir sehen Sie unsere neue DVD Klimaschwindel, Fakten gegen Hysterie. Wir haben die jetzt auf den Markt gebracht. Das heißt, sie kommt jetzt aus dem Presswerk in Kürze, denn dieser Herbst wird heiß werden, da diese Gruppen Fridays for Future, Extinction Rebellion, letzte Generation, Ende Gelände eine große Offensive angekündigt haben, um den Terror zu verstärken. Und da ist Aufklärungsarbeit notwendig. Wir sind in dieser DVD reingegangen mit unseren Reportern in die Bewegung, haben die Verrücktheiten dieser Bewegung hautnah entlarvt. Auch die ganzen Psychopathen, die sich da tummeln, haben wir abgefilmt und es sind noch Vorträge auf der DVD, zum Beispiel von Professor Michael Limburger zu CO2, Fakten gegen die Hysterie, vom Erfolgsautor Gerhard Wisniewski zur Jugend im Klimakreuzzug, wo er zurückgeht bis auf Mao, wie die Jugend immer wieder instrumentalisiert wurde für einen Linksruck, und mein eigener Vortrag über den rot-grünen Morgentauplan.
Das ist ein Gesamtpaket, 2 Stunden DVD, da sind alle Informationen drauf, sowohl naturwissenschaftlicher Art als auch ideologiekritischer Art und was die Ziele dieses Great Reset und seiner Sturmtruppen auf den Straßen angeht. Besorgen Sie sich das, bestellen Sie das vor und ich glaube, selbst in der Verwandtschaft, wenn Sie Klimainfizierte sozusagen haben, kann ein solches Aufklärungswerk noch seinen guten Dienst tun. Ja, alle Klimakleber sollten das auch sehen. Das würde sie aus ihrer Angst holen. Hab keine Angst. Sind Sie Klimaleugner, Sender? Ist das so? Ich bin keine Klimaleugner. Die Wissenschaft hat es klar berechnet, dass wir auf eine 3 bis 4 bis 5 Grad wärmere Welt zusteuern, wenn wir jetzt nichts ändern. The future to bring in experts. Natürlich stimmt nicht alles, aber 99,9% sind sich da einig, dass die Klimakrise unser Leben bedroht. Man muss nicht Auto fahren und schon gar nicht SUV. Aber die Wissenschaft ist sich einig daran. In den letzten Millionen Jahren interessiert ja nicht.